Herzlich willkommen zur nächsten Episode eines Gewässerporträts mit Kajan. Dieses Mal nehme ich dich mit auf die Jagst, ein kleiner Fluss, der im Vorland der Schwäbischen Alb entspringt und nach 190 Kilometern Fließstrecke in den Neckar mündet. Am Ostersamstag fahren mein Kumpel Steffen und ich an die Jagst, um die Strecke zwischen Krautheim und dem Kloster Schöntal zu paddeln. Krautheim bietet sich dabei als guter Einstiegsort an. Die Jagst wäre zwar auch ab Dörzbach paddelbar, hätte aber auf der kurzen Strecke bis Krautheim noch zwei Wehre gehabt, die umtragen werden müssen. Oberhalb von Dörzbach ist die Jagst für Paddler vom 15. Februar bis 15. September gesperrt. Unterhalb von Dörzbach ist die Jagst ganzjährig befahrbar, sofern ein Mindestpegel von 40 cm im Hohenlohe-Kreis gegeben ist. Den Pegelstand kann man telefonisch von einer automatischen Ansage erfahren. Die Telefonnummer steht in der Infobox. Wir bauen unsere Boote bei einer Spedition in Krautheim auf. Trotz Firmengeländes sehen wir kein Verbotsschild und am Ostersamstag sind die PKW-Parkplätze leer. Ein Kanupaddler kommt kurz vorbei und interessiert sich für mein Luftkajak der Firma Grabner. Er fährt hier regelmäßig und meint, die Besitzer der Spedition sind nette Leute und haben da sicher kein Problem damit, wenn wir an einem arbeitsfreien Tag dort parken. Steffen, der auf seinem Stand-Up-Paddleboard unterwegs ist, hat gleich zu Beginn Sorge um seine Finne, da das Wasser beim Einstieg sehr flach und undurchsichtig ist. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, was uns auf dieser Tour noch so erwarten wird. Wir haben bei dieser Tour beide neues Equipment dabei. Steffen hat auf dieser Tour seinen neuen Trockenanzug an und will diesen entsprechend testen. Ich habe nun endlich eine passende und auch paddeltaugliche Rettungsweste erworben und möchte diese allerdings nicht testen bzw. testen müssen. Nicht mal ganz 100 Meter gepaddelt und noch am Ortsrand der Kleinstadt Krautheim hatten wir bereits unsere ersten sanften Grundberührungen, die uns aber nicht weiter beunruhigen. Wir kommen unter der Straßenbrücke von Krautheim durch und freuen uns, dass es nun endlich richtig losgeht. Bis auf die Tatsache, dass der Fluss sehr trüb ist, scheint er aber von guter Qualität zu sein, zumindest riecht er aber nicht nach Waschmitteln oder ähnlichem. Vorbei an ein paar Enten, die über unser Vorbeifahren weniger erfreut sind, genießen wir die Frühlingsidylle auf dem kleinen, gemütlichen Fluss. Beim Einstieg hatte ich eine fast angenehme Wassertemperatur von 15,1 Grad gemessen. Gleich im Anschluss an die ersten genüsslichen Paddelschläge kommt auch schon unser erster zwangsläufiger Ausstieg und wir müssen unsere ersten paar Meter treideln. Unmittelbar danach mündet das angeblich geklärte Wasser der Krautheimer Kläranlage und wir werden mit unangenehmen Fäkalienduft verwöhnt. Gleichzeitig ist ab dem Zufluss der Kläranlage immer wieder leichte Schaumbildung auf der Wasseroberfläche zu erkennen. Der angenehme Duft begleitet uns über die nächsten paar hundert Meter, bis er dann endlich schwächer wird. Der Fluss strömt in einem gemütlichen Tempo und wir feiern unsere erste richtige Schwallstrecke, die ohne Grundberührung verläuft. Am liebsten würden wir den ganzen Tag diesen einen Schwall wieder und wieder befahren. Auch die weiteren Schwelle machen Spaß, jedoch habe ich bei jeder unfreiwilligen Grundberührung sehr starkes Mitleid mit meinem Boot. Jedes Mal, wenn ich bei guter Strömung über die Steine auf dem Grund gerieben werde, komme ich mir vor wie der Parmesan, der gnadenlos über die Käsereibe gerieben wird. Steffen fällt immer wieder aus heiterem Himmel auf die Knie, was aber nicht an seinen Paddelfähigkeiten liegt, sondern daran, dass seine Finne wieder an einem Stein hängen bleibt, was in dem trüben Wasser absolut unvorhersehbar ist. Wir machen an einem praktisch gelegenen Ast im Wasser kurz Halt und sinnieren über die garantiert vorhandenen Schäden an unseren Booten, die durch die ständigen lästigen Grundberührungen auch durchaus möglich sind. Einen Wimpernschlag später haben wir auch schon wieder die Treidelleinen in der Hand und marschieren ein kurzes Stück. So langsam wird mir auch bewusst, was mit Wasserwandern gemeint ist, aber so habe ich mir das Ganze ja nicht vorgestellt. Mittlerweile sind wir bei unseren vielen Treidelspaziergängen auch ausgesprochen dankbar dafür, dass der Fluss so angenehme Temperaturen hat. Die wenig befahrene Straße, die ab und zu unmittelbar oberhalb des Flussufers verläuft,
stört beim Paddeln angenehmerweise fast gar nicht, außer irgendein Egoist mit einem zu lauten Motorrad knattert vorbei. Mit Blick auf die ersten Häuser des Ortes Gommersdorf kommt auch schon die nächste seichte Stelle in Sicht, die erneut getreidelt werden muss. Gommersdorf ist der erste Ort, den wir nach unserem Start in Krautheim passieren. Im weiteren Verlauf kommen wir noch an Marlach, Winzenhofen, Westernhausen und Bieringen vorbei, bevor wir unser Tagesziel, das Kloster Schöntal, erreichen. Dort hat Steffen sein Auto in unmittelbarer Nähe zur Ausstiegsstelle auf einem kostenlosen Parkplatz stehen. Campingplätze habe ich bei der Vorabrecherche auf der von uns befahrenen Strecke aber vergebens gesucht. Um die nächste Kurve herum riecht es überall herrlich nach Bärlauch. Ein kurzes Stück hinter einem angenehmen kleinen Schwall liegt rechter Hand auch schon der Sportplatz von Gommersdorf. Unmittelbar hinter der kleinen Brücke mit dem blauen Geländer kommt eine Sohlschwelle in Sicht, die auf der rechten Seite einen Durchlass mit ordentlicher Strömung hat. Steffen trifft die Durchfahrtszunge der Sohlschwelle mühelos, bleibt jedoch unmittelbar dahinter mit seiner Finne an Steinen hängen. Anstatt daraus zu lernen und Steffen im Wasser stehen zu sehen, fahre ich gedankenlos wie ein dummer Lemming hinterher, um brutal über die vielleicht 10 cm unter der Wasseroberfläche befindlichen Steine geschrubbt zu werden. Wenn mein Kajak der Parmesan ist und der Untergrund der Käsehobel, dann frage ich mich nach dieser Sohlschwelle so langsam, wie viel Parmesan denn noch so vorhanden ist, bis das Kajak Luft verliert. Flickzeug habe ich leichtsinnigerweise keines dabei. Nach dem ganzen Stress und den vielen Treidelaktionen suchen wir erstmal eine schöne Gelegenheit am Ufer, um eine Pause einzulegen und uns mit Bananen und meiner Nussbox für die kommende Strecke zu stärken. Trotz der ständigen Gefahr von Schäden an unseren Booten haben wir irrsinnig viel Spaß an diesem Abenteuer. Die Jagdbefahrung ist sowohl für Steffen als auch für mich das erste Mal auf einem Fluss mit Strömung und Untiefen. Fast auf der kompletten Strecke verläuft parallel und nur wenige Kilometer südlich der Jagd der Kocher, der ebenfalls in den Neckar mündet. Trotz großer Ähnlichkeit beider Flüsse haben wir uns für die Jagd entschieden, da auf einer ähnlich langen Strecke auf dem Kocher drei Wehre und sogar noch eine weitere Umtragung notwendig sind. Vereinzelt stehen an der Jagd Angler, die aber alle sehr bemüht sind, ihre Schnüre bei kommenden Booten einzuholen. Kurz nach unserer angenehmen Pause ist es dann soweit. Ich sitze erneut auf einem Stein auf und sobald sich das Wasser beruhigt, höre ich kleine Luftbläschen unter meinem Kajak aufsteigen. Ich will es noch nicht wahrhaben und hoffe, dass dieses Geräusch von etwas anderem verursacht wird. Wenig später merke ich allerdings, dass ich geringfügig tiefer sitze als sonst. Beim Abtasten der Bodenluftkammer fühlt sich diese noch gut straff an und wir fahren problemlos weiter. An einem Baum bin ich dann beinahe doch noch dazu gezwungen, meine Rettungsweste zu testen, aber es geht gerade noch mal gut. Laut Google Maps befinden wir uns nicht mehr weit von Westernhausen entfernt, wo sich das einzige zu umtragende Wehr befindet. Immer wieder höre ich auf das Geräusch, das mir gar nicht gefällt. Die Strecke schaffen wir jedoch problemlos und booten direkt am Wehr rechts an einer Sportgaststätte aus. Ich merke allerdings beim Erreichen des Wehrs, wie die beiden Seitenluftkammern mir schon ein gutes Stück näher gekommen sind. Somit sind wir leider gezwungen, unser Abenteuer in Westernhausen nach 9,34 Kilometern zu beenden. Steffen versucht ein Taxi für die wenigen Kilometer zum Kloster Schöntal zu ordern. Diese haben aber am Ostersamstag alle schon geschlossen. Die freundlichen Stammgäste in der Sportgaststätte können uns nicht fahren, da diese bereits unzählige blonde Kaltgetränke genossen haben. Steffen findet kurzerhand aber doch noch jemand, der ihn zu seinem Auto fährt, während ich weiter abbaue. Ich zeige dir hier gerne noch ein paar Aufnahmen vom beeindruckenden Kloster Schöntal, die ich vorab aufgenommen habe. Abschließend kann man sagen, absolut coole Tour, aber nicht für Luftboote geeignet, zumindest nicht bei dem Niedrigwasser. In der Nähe befindet sich ein Bootsverleih, auf dessen Homepage wir die Tour auch entdeckt haben.
Wenn du Lust auf diese Tour hast, dann leihe dir dort ein unverwüstliches Plastikboot aus und genieße die auch für Anfänger geeignete Tour ohne Sorgen. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß, uns auf dieser Tour zu begleiten und bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit.